Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Heute ein neues Video. Ja, in meiner Küche. Es ist wieder soweit. Silberquelle backt, kocht. Und jetzt sollte mal was Neues ausprobieren. Frittiert. Und zwar brauchen wir dazu Backpulver, eine Tasse, die sauber ist, Mehl, Schere, Naturjoghurt, ein Behältnis, eine Schüssel, ein Löffel, Zimt und Zucker, vorgemischt, so ein Geschirrbeutel, Öl. Und zwar machen wir heute, ihr wisst, ich hatte schon angeteasert in dem Einkaufsvideo, ein Mann kauft ein, Quarkbällchen ohne Quark. Ja, ich würde der eine sagen, ja, das klappt doch eh nicht. Probieren, ich habe keine Ahnung, wenn nicht, schmeiß es weg. War das erste Video, was dann trotzdem hochgeladen wird, was eben nichts wird. Aber trotzdem, ich probiere es halt mal aus. Und zwar, wir fangen an mit dem Mehl. Dann machen wir 2 Tassen Mehl. Eine Tasse Mehl. Und noch eine Tasse Mehl. So. Fertig. Ich weiß nicht, bei 2000 Mehl sollen wir das am besten reinmachen. Aber wir machen nur das Öl an, das braucht ja auch eine Weile. Löffel habe ich vergessen. So, ich mache einfach alles rein. Oder? Ja. Alles rein. Das kann man auch wegräumen. Das kommt jetzt dahinter. Jetzt nehme ich schon mal etwas die Mischung. Ach nee. Die machst du zum Schluss. Ach, ich hab was vergessen. Wartet. Da. So ein Ding ist bei uns hier so im Schöpper. Zum Rausholen dann. Die Kugeln. Da. Dreckig. So. Den Joghurt schütteln kurz. Und dann aufmachen. Jetzt hier rein. Deswegen alles reinmachen. Kann man gleich wissen, ob das jetzt ein Fehler war oder nicht. Ich kriege zwar einen Fehler, aber bestimmt zu viel Mehl. Das Chaos ist ja noch nicht groß genug, wir machen einfach ein bisschen Milch rein. Brotteig. Da. So sieht das Ganze aus. Das fülle ich jetzt in den Brotteig da rein. Also ja, in so eine Geschirrhäute. Ja. Ich was nur. Dann da los. So, jetzt zusammen machen. So, mach ich hier die Löffelbeine raus. Machst du hier so zusammen. Das ist jetzt schon angeschnitten. Da. So, jetzt tue ich da rein. Und tu immer ein Stückchen abschneiden davon. Und lass es dann halt reinplumpsen. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird, aber das werden wir kein wissen. Okay.
Ja, die werden was. Guckt's euch an. In der Weihnachtsbäckerei gibt's lieb gute Bürger. Keine Ahnung, wie das heißt. Gibt's viele Leckereien in der Weihnachtsbäckerei. Also ihr seht, es funktioniert wirklich. Auch selber Quelle können frittieren. Nicht bloß da, also ich finde die auf jeden Fall gut gelungen bis jetzt. Jetzt tun wir den ersten schon mal raus. Und probieren die dann. Schütteln die so ein bisschen hin, ja? Da. Eine schöne Farbe haben die, oder? Also könnt ihr euch merken, dass die, dass der Naturjoghurt 2000 Mehl zu wenig war. Also ich hab's drauf. Silberquelle, der Starkoch. Mit Schere und Gefrierbeutel. Jetzt kommt das hier. Das ist Zimt und Zucker, schon vorgemischt. Tue ich einfach ein bisschen drüber. Jetzt schüttel ich die schon her. Können wir auch abmachen. Lassen die jetzt bloß noch nachschmecken und dann machen wir einen Geschmackstest, ob sie mir auch schmecken. Wir machen das Öl aus, holen die noch raus, legen die wieder auf so ein Krepppapier. Da könnt ihr dann erstmal das Fettige, was zu viel dran ist, noch abtropfen. Stellen das Öl von der Platte da rein. Schütten hier noch etwas Zucker drauf, weil ja. Oh. Wenn euch weitere Videos gefallen, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um weiteren Content von mir zu behalten. Erhalten. Würde mich sehr freuen, denn alles ist kostenlos und bringt mich ein kleines Stückchen weiter nach vorne. Und vor allem kommentiert, Leute. Kommentiert, ja. Egal, Mann oder Frau, haut rein in die Tasten, lasst es glühen. Ja. So, aber jetzt zum wichtigen Teil. Da. Quarkbällchen ohne Quark. Wir kosten. Geil. Kann man sich auf jeden Fall. Gönnen. Ich zeig euch mal eins von innen. Ist auf jeden Fall gut. Der Zimt und der Zucker, ja, tut das richtig abrunden. Ich habe vorher keinen Zucker reingemacht. Komm mal essen. Schmeckt. Und das nur aus drei Zutaten, eigentlich vier. Mehl. Also könnt ihr euch nochmal gleich merken. Zwei Tassen Mehl ist einfach zu viel. Wenn ihr dann bloß sowas reinmacht, also ich habe den Joghurt reingemacht, das ist zu wenig gewesen. Ich habe noch ein bisschen Milch reingemacht. Und dann in so eine Tüte rein und dann mit der Schere eben abschnitten. Ja. Und dann halt frittiert. Auch das ist in meinen Videos jetzt zu finden. Das eine oder andere Frittiervideo. Ja, so ist halt. Also, dann wünsche ich euch noch viel Spaß an dem jeweiligen Tag, was ihr gerade macht, wo ihr das Video guckt. Habt Spaß beim Nachkochen, würde mich freuen.
und bin erstmal raus. Eure Silberquelle.